Ticket. So, zuerst einmal Gratulation zum Spielen Altmann. Das war ja 1-1 bis zur 80. Minute. Dann ist leider Gottes das Eigentor von Hilker dazugekommen. Und dann haben wir noch den Ausgleich gekriegt. Wie habt ihr das ganze Spiel so gesehen? Ja, grundsätzlich jetzt nach einigen Tagen Abstand jetzt nach dem Spiel, würde ich sagen, ist die Leistung sehr positiv zu bewerten. Also für mich persönlich, ich denke, dass wir sehr gute Leistung geboten haben, speziell bis zur 80. Minute, wo wir dann den Anschlusstreffer kassiert haben. Und von dem her bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Also die Leistung war mehr als okay, war sehr gut auswärts bei einem starken Gegner, der zu Hause, glaube ich, schon etliche Jahre keine Punkte mehr liegen gelassen hat. Und von dem her, denke ich, kann man die Leistung doch sehr hoch einordnen. Wie waren die Gefühle nach dem Schlusspfiff in der Mannschaft? Ja, zuerst einmal ist es natürlich so, wenn man in der 80. Minute eine 2-0 Führung verspielt, also innerhalb von 3 Minuten, dann ist es natürlich sehr bitter im ersten Moment, das ist ganz klar. Im ersten Moment hat es natürlich nach 2 verlorenen Punkten angefühlt, nach einer also gefühlten Niederlage. Und wie gesagt, nach einem Tag Abstand sieht man das Ganze schon ein bisschen anders, ein bisschen realistischer. Wie seht ihr jetzt die Chancen in der Gruppe? Wir sind nach wie vor da, also ich denke, es ist super, dass wir jetzt am 4. Spieltag der Euroleague immer noch um den Aufstieg mitkämpfen und von dem her der Dinge. Du bist von den Fans gehandelt als Nummer 1, also in der Innenverteidigung. Wie siehst du deine Entwicklung in der Austria? Ja, ich denke, also in erster Linie ist sowieso die Vereinsführung und der Trainer. Und ich bin froh, dass ich das Vertrauen kriege, dass ich spielen darf, dass ich mich entwickeln kann. Und über meine persönlichen Ziele rede ich also offiziell nicht gern. Die bleiben bei mir. Aber ich fühle mich sehr wohl bei dem Verein und möchte einiges erreichen noch da. Und wie schaut die Austria fürs gegen Davi, gegen die Rapid noch? Ja, das ist natürlich immer ein emotionsgeladenes Spiel, das ist ganz klar, wir freuen uns darauf. Wir haben bis jetzt eigentlich, seit ich da bin persönlich, habe ich sehr gute Derby-Erfahrungen. Wir haben eigentlich ziemlich viele Punkte geholt, zu Hause leider 2-mal verloren. Und von dem her denke ich, dass jetzt einmal Zeit wird, ein Zeichen zu Hause zu setzen. Gut, dann wünsche ich euch für morgen alles Gute und hoffe, dass wir gut zum Sport trainieren. Ciao, Servus.